Hey Leute, was geht ab, Moin, und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18. Mobile, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe gestern Abend einen Livestream gehabt. Also ich habe auf YouTube gestreamt. Sollt ihr noch nie einen Stream von mir gesehen haben, dann hoffentlich seid ihr dann beim nächsten Mal am Start. Der nächste Stream wird Freitagabend um 18:30 Uhr ungefähr starten. 18:30 Uhr ungefähr. Ich hoffe, ihr seid dann alle am Start. Gestern habe ich auch das Icon-Event gespielt. Ich habe aber da noch nicht das letzte Spiel gemacht. Das machen wir nämlich heute. Das geheime Icon-Spiel quasi. Das geheime Icon-Spiel. Und dafür brauche ich hier 4 Manchester United-Spieler und 2 West Ham-Spieler, die ich jetzt aber schon im Verein habe und halt im Team. Deswegen habe ich auch nur eine 93er-Bewertung. Und ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier gegen den 100er Icons Team zu gewinnen. Ich habe natürlich noch ein paar Stammspieler drin, wie Davy Selke, und ich liege hier schon mit 0-1 hinten, und das muss ich hier jetzt aufholen, und das ist gar nicht so einfach, und ich hoffe, ich schaffe das beim ersten Mal. Ich will das jetzt hier nicht zweimal zocken, das wäre ziemlich belastend. Also gebe ich natürlich mein Bestes. Erstmal nach hinten köpfen wir Thiago Silva, der einzige Verteidiger da hinten halt noch gut ist. Alle anderen musste ich ersetzen und habe ich ersetzt durch Menu-Spieler. Ich glaube, diesen Tuan CB habe ich. Bryan, Cresswell links. Aber ich kann es natürlich trotzdem schaffen hier. Okay. Yashin. Habe ich ja auch. Überragender Keeper. Eckball, komm. Thiago Silva. Boom. Eckballtor. Ich mache einen Eckballtor. WTF, was ist da los? Ich mache einen Eckballtor. Das ist stark. Und jetzt muss ich nur noch eins machen, weil Unentschieden zählt nicht. Also Unentschieden reicht nicht. Es geht hier nicht in die Verlängerung, so wie man es eigentlich kennt, wenn man so solche Spiele macht. Man muss gewinnen. Man muss verdammt nochmal gewinnen. Und so einfach ist das nicht, gegen ein Team mit nur Legenden zu spielen, mit Pelé und Co. Zack, hätte ich jetzt mein 103er-Team, dann wäre es einfach, ja, aber ich musste ja diese Spieler damit einbinden. Mann. Finde ich aber gut, dass EA sowas macht, nicht, dass man halt... Das macht irgendwie noch mehr Spaß, sage ich mal. Ronaldo Freistoß, jetzt habe ich hier die Chance, das Tor zu machen. Cristiano Ronaldo, boom, Jawolski, 2-1. Und diese Animation brauche ich auch noch in den Livestreams, diese Zoom-Animation, wo dann die FIFA Mobile-Karte kommt. Kennt ihr ja sicherlich meine Messi-Animation von damals, wo ich Messi Team of the Year hatte. Messi. Und das gleiche will ich halt mit Ronaldo machen, mit der Ronaldo-Karte und mit... Wie sieht denn Fellaini aus? Herrlich. Das gleiche will ich mit CR7 machen, mit der, seinem Schrei halt, ne? Mit seinem, ich glaube, wo war es? Auf dem Ballon d'Or. Mit seinem komischen Zoom. So, Selke, mach den Deckel drauf. Holt er den... Das ist doch ein Elfmeter, er grätscht mich da um. Als ob der da den Ball gespielt hat. Ich forset nicht. Und Fellaini holt sich die Kugel. Aber Fellaini kann sonst nichts. Der ist so langsam, der Typ. Da, seine... den hat er doch gestoppt mit seinen Locken. Mit seinem Afro hat er den quasi gestoppt, den Ball. Komm, Müller. Müller, 3-1, dann wäre das Ganze hier sicher. Thomas Müller und Yashin wieder. Yashin ist wieder dran, dieser Frechdachs. Und jetzt Ecke, geh rein. Ich mach wieder ein Eckballtor. Ich mach schon wieder, und schon wieder ist es Thiago Silva. Thiago Silva, Man of the Match hier. Starkes Ding, Mann. Ich hoffe, es wäre zu geil, wenn wir jetzt eine Icon ziehen, ne? Die Icon im Pack bei der geheimen Kampagne oder beim geheimen Spiel. Bei der geheimen Partie. Das ist richtig nice, Mann. Also, wir haben ja die Chance auf einen Icon-Spieler. Wir haben auch die Chance auf einen Icon-Punkt. Und wenn man 8 Icon-Punkte hat, kann man, glaube ich, eine Ikone bekommen. Also zu 100% eine Ikone. Und richtig dumm wäre es, wenn man eine Ikone zieht, die man schon hat. Also, wenn ich beispielsweise jetzt Yashin ziehen würde. Habe ich ja schon. Oder Ronaldinho habe ich auch schon. Oder... Wen habe ich noch? Michael Owen habe ich noch im Verein. Wen habe ich denn eigentlich damals abgestoßen? Deco war das, glaube ich. Deco habe ich damals abgestoßen. 4-1 seht ihr ja. Habe ich jetzt mittlerweile schon gemacht. Also der Sieg ist auf jeden Fall safe.
So, Freistoß nochmal. Macht den Ronaldo rein von gut. Boah, richtig weite Entfernung. Leider habe ich daneben gewischt. Sonst wäre das Ding hier vielleicht reingegangen. 10 Minuten sind noch auf der Uhr. Versus-Angriff spielen wir heute auf jeden Fall auch noch. Und Samstag wird es auch wieder einen Stream gehen. Also nicht nur Freitag werde ich streamen, sondern Samstag auch. Samstag wohl auch um 18:30, 19 Uhr so halt im Dreh. Abends irgendwann, kennt ihr ja, so streame ich halt immer. Und da werde ich die Weekend League zocken. Also ich werde das Weekend Tournament spielen. Ich hoffe, ihr seid in alle am Start beim Weekend Tournament. Und letzte Woche haben wir ja die 10 Siege geholt. Vielleicht schaffen wir es diese Woche auch wieder. Ich glaube, letztes Mal waren es 1000 Skillboost-Karten. Die haben uns auf jeden Fall richtig weit nach vorne gebracht. Weil es fehlen nicht mehr viele Skillboost-Karten, bis ich die ganzen Skillboost-Karten, die ich halt in meiner aktiven Mannschaft habe, halt einsetzen kann. Also dann gehen die Spieler um eine Bewertung hoch und das ist richtig nice. Ich glaube, dann sollten wir auch die 103er Gesamtbewertung schaffen. Aktuell haben wir ja 102. Ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben. Das frage ich euch ab und zu mal, welche Bewertung ihr habt. Welche Bewertung habt ihr jetzt aktuell? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mal eure Bewertung unten in die Kommentare und ich kriege einen Icon-Punkt. Einen Icon-Punkt. Ja, wir hatten hier die Chance halt auf Matthäus, Van Basten, Maradona war sogar auch dabei, Hullet, Maldini. Und mit 8 solchen Punkten kann man sich eine Icon holen. Also zu 100% kriegt man eine. Auen würde ich nicht gerne nehmen, Ronaldinho nicht, Deco nicht, Yashin nicht, Petit nicht, Petit habe ich auch. Die anderen würde ich eigentlich alle nehmen. Also am geilsten, wenn ich jetzt hier so ein Pack ziehen würde, wäre natürlich Maradona. Maldini wäre auch irgendwie richtig nice als Innenverteidiger. Hullet wäre cool. Ja, aber es kommen ja, ich glaube, Samstagabend kommen dann wieder neue Icons, ne? Mal gucken, welche da kommen, wenn ich mich jetzt hier nicht täuschen sollte. Aber ja, ich denke schon, es werden jetzt jeden Samstag wieder neue kommen. Und mal gucken, welche Icons da so released werden. Shevchenko würde ich auch irgendwie feiern. Ich glaube, wenn Shevchenko kommt, mache ich den mir als Icon klar und spiele den für Davy Selke. Weil Shevchenko ist, den habe ich früher so gefeiert. Der Chef schafft es immer wieder. So, let's go. Ich mache mal meine aktive Mannschaft rein hier, nicht die hier. So, mit Florenzi und so weiter. 102. Genau. So, SBC habe ich auch probiert, das Problem ist aber, Scouting können wir jetzt noch ganz kurz spielen, ich kann das Problem euch sagen, was ich für eins habe bei den SBCs. Ich bin nämlich bei der Werner-Karte bei, da kriege ich nämlich 5 Skill-Boost-Karten und die will ich auf jeden Fall haben. Die will ich mitnehmen, ganz klare Sache. Aber das Ding ist, ich kriege keinen Stuttgarter Goldspieler, Die kosten alle so viel, beziehungsweise es gibt nicht mal welche auf dem Markt. Es gibt nur Ginzek, den kann ich aber nicht einsetzen, da Ginzek rechter Stürmer ist. Und in der Formation, die ich halt brauche für die SBC, gibt es keinen rechten Stürmer. Ich kann euch das folgende Problem mal zeigen hier. Ich kriege hier 500 Skillboost-Karten, 1 Million Münzen kriege ich halt wieder. Hier, das ist aktuell so das Team. Ich habe zwar schon 2 Leipziger, aber ich brauche 2 Stuttgarter auch noch. Und ich brauche halt noch einen weiteren Stuttgarter. Ich kann ja jetzt mal schauen, vielleicht klappt es ja hier live in der Folge, dass ich einen Stuttgarter bekomme. Einen Schwabe. Ja, Akku. Beck! Nein! Beck war auch da. Aber habe ich. Nee, ich habe ja Pavard schon. Okay, das wäre auch dumm. Weil Beck kann ich mir auch nicht holen, weil ich habe Pavard rechts. Aogo hätte ich mir holen können. Aogo war auf dem Markt. Akolo bringt mir halt auch nichts. Kein rechter Flügelspieler im Team bei der SBC. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit aktualisieren hier. Komm, zweimal mache ich noch. Vielleicht kommt denn ja Ginzek. Ginzek hätte ich mir holen können, weil dann hätte ich Yusuf Paulsen, weil ich glaube, es gibt mehr Leipziger als Stuttgarter irgendwie. Aber ja, das bringt mir halt nichts. So. Events kann ich jetzt, glaube ich, nichts mehr machen. Team Hellen habe ich schon. Ja, es fehlt wieder mal ein richtig schönes, geiles, knackiges Event von EA. Aber was könnte denn das nächste Event sein? Route to WM? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was könnte es noch so geben? Aber was anderes? Was soll es noch geben? Nein! Oh, ich bin dumm. Ein Glück habe ich 3 Versuche.
Was soll es sonst noch geben für ein Event? Oder was könnt ihr raushauen? Ein WM-Event würde auf jeden Fall kommen, aber jetzt noch nicht. Jetzt definitiv noch nicht, aber was könnte EA sonst noch releasen? Habt ihr Ideen? Auch das mal unten in die Kommentare. Genau, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Versus Angriffsspiel machen oder zwei, muss ich mal schauen, ob ich das erste gewinne oder nicht. 650.000. Aber ich muss die 5 Spiele auch noch machen, also jetzt nicht in der Folge, sondern jetzt gleich privat noch, weil ich möchte die 10 Angriffstoken da haben, sodass ich da auch mal ein bisschen vorankomme. 102 Bandidos, Michael Owen vorne drin, aber Michael Owen finde ich gar nicht so stark als Legende. Da spiele ich lieber Davy Selke, ich habe ja Michael Owen auch. Klar, ich habe Michael Owen nicht als 102er Spieler, aber ich habe ihn ja ein paar Mal ausgetestet und ich fand ihn nicht so geil. Da würde ich lieber Shevchenko spielen, wenn er kommen sollte. Also Shevchenko, da habt ihr mein Wort, wenn Shevchenko kommen sollte, hole ich ihn mir und spiele ihn als Stürmer. Und er macht schon sein drittes Tor. Wie macht er das denn so schnell? Ich habe gerade mal 2 hier. Komm, Kaka. Ja, Mann, 3-4. Den Gegner bloß nicht abhauen lassen, weil der kann ja auch noch in eine Schwächephase kommen. Zack, 4-4. Ballverlust beim Gegner. Ihr habt es gesehen und ich habe eine tolle Chance. Und ich lupf den rein. 5-4. Die letzten 30 Sekunden. Jetzt wird es so langsam ernst. Wer hier die nächsten Tore macht, das kann schon so halb eine Vorentscheidung sein. Oh, komm, Ronaldo, komm. Nein! Und er hat auch Ballverlust. 7-7. Stark, Selke. Und jetzt nochmal ein Roulette, das sollte ausreichen. Davy Selke. Und jetzt noch eins. Laufpass auf Kaka. Kaka verliert die Kugel. Verliere ich noch oder spiele ich unentschieden? Das ist die Frage hier. Das ist die Frage. Am besten kickt mich EA raus. Nein, die kicken uns nicht raus. Danke EA dafür. Und wir spielen unentschieden. Wir spielen unentschieden. Damit kann man, denke ich mal, auch eine Folge ganz gut beenden. Wenigstens keine Niederlage. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder, Abend im Stream. Ab 18:30 ungefähr. Und ihr werdet auf jeden Fall die Ankündigung sehen. Die Ankündigungen kommen immer spätestens um 22 Uhr, sage ich mal. Und ja, das war's dann hier von mir. Wir sehen uns auch wieder morgen um 20 Uhr in einer neuen Folge, weil es gibt täglich um 20 Uhr eine Folge hier auf meinem Kanal. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, könnt ihr natürlich gerne kostenlos abonnieren. Wer noch nicht geliked hat, kann natürlich den Video hier auch ein Däumchen nach oben da lassen. Das war's jetzt hier von mir. Haut rein und tschüss.